Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Eine Blaupause für eine Truhe habe ich bekommen. Ich stehe diesmal, glaube ich, ausnahmsweise da, wo ich tatsächlich rausgegangen bin. Es bessert sich von Mal zu Mal. Allerdings steht jetzt hier die ganze Zeit noch, ich soll im Tagebuch nachsehen. Keine Ahnung, was das jetzt alles ist. Und das hier ist auch nicht mehr markiert, weil da wollten wir hin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das war, aber wir wollten auf jeden Fall mal hingehen. Vielleicht werde ich den Waldgeist ausfinden. Das ist das Alte. Das ist auch alles das Alte. Hier steht nichts Neues drin. Ich schau mal eben. Das mit der Stadt, mit dem Honig und so weiter haben wir alles gemacht. Die hier, die haben wir auch alle kaputt gemacht. Keine Ahnung, warum die immer noch drin stehen. Das mit dem Schrein haben wir in der letzten Folge gemacht. Ja, bleibt uns, glaube ich, in erster Linie nur noch... Achso, laufe ich überhaupt richtig? Moment. Nur noch die Aufgabe mit dem... Nee, das ist hinter mir, meine ich doch. Mit dem, ja, Schmetterling, keine Ahnung, was das sein soll. Eine Motte, ich habe keine Ahnung. Getreide? Oh, Moment. Das ist aber nett. Das Getreide war aber beim letzten Mal noch nicht da, oder? Lalalala. So, vielen Dank. Ich helfe euch bei der Ernte. Müssen wir die eigentlich nur ansprechen? Moment mal. Wenn du mich fragst, hätten die Holzfäller für immer in diesem Nebel gefangen bleiben sollen. Unser Dorf war ohne diese nichtsnützigen Halunken besser dran. Ja, okay. Mit der hatten wir schon mal gesprochen. Die ist ja jetzt schön fleißig hier ein neues Beet am Anlegen. Dann ist alles okay. Moment, jetzt gehen wir Richtung Osten. Wo ist denn das? Das ist aber im Norden. Meine ich doch. Da bin ich jetzt... Norden. Da! Jetzt kommt auch der... Ja, ich denke immer noch, es ist eine Libelle, die nicht ganz eingezeichnet ist. Wo der Hintern so ein bisschen fehlt. Also der Körper, nicht der Hintern. So, mal schauen. Was ist eigentlich mit dem Haus? Das hatten wir schon, oder? Da sind die... Ja, ja, doch. Dann sind wir da auf jeden Fall schon. Nehme ich mal die Abschöpfung hier. Können wir das vielleicht auch noch eben holen? Oder auch nicht? Weil meine Krähen nicht ganz so hochleistungsfähig sind heute. Ich glaube, die haben zu wenig geschlafen. Gut, in die Richtung. Ich höre irgendwas, aber ich glaube, das waren jetzt meine Krähen. Okay, wir waren hier doch schon mal. Die Frage ist, was können wir hier irgendwas machen, weil das hier so... Weil das so leuchtet. Ich kann damit nicht interagieren. Geht der irgendwie auch nicht richtig rauf. Und ich höre halt hier ein Geräusch. Einsammeln kann ich die auch nicht. Ist wieder eins dieser blöden Rätsel, wo ich nicht weiß, was ich eigentlich machen soll. Ne? Also, ich höre die Truhe. Wir haben das, meine ich, auch noch nicht gemacht. Oder haben wir das schon gemacht? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ich weiß, dass ich hier war. Den Kiefernzweig habe ich noch. Benutze dein Hühnerhaus, um zur nächsten Prüfung zu reisen. Ja, aber habe ich das jetzt hier schon? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Das wäre jetzt für mich sehr blöd, wenn ich das jetzt hier noch nicht gemacht hätte. Um auf deiner Aufgabenseite zu markieren. Ja, Moment, Nebenaufgaben. Die Imkerin fehlt einer ihrer Bienenstöcke. Es ist ein großer Baumstamm. Ich fand die Luki, die den Bienenstock der Imkerin angebetet haben.
Ja, eigentlich ist es doch gelöst, nur halt nicht für die Imkerin. Oder muss ich mit der nochmal sprechen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Felsenspaltender Baum. Wieso steht da jetzt Haferbrei mit Honig? Ein Freund der Krähen. Ja, das habe ich doch gemacht. Ach so, hat mich gebeten, 3 Vogelscheuchen zu zerstören. Ah, aber wo sind die Vogelscheuchen? Die waren, glaube ich, da in der Nähe, oder? So, das hier unten haben wir gelöst. Also, wir müssen das mit den Krähen, die markiere ich hier mal eben, müssen wir noch machen. Aber dieses eine, wo ich jetzt bin, das steht hier gar nicht drin. Das steht aber auch nicht als gelöst drin. Das ist jetzt das, was mich jetzt auch so ein bisschen irritiert. Und felsenspaltender Baum. Haferbrei mit Honig. Das ist der hier. Das ist der... Aber warum Haferbrei mit Honig? Habe ich noch Haferbrei mit Honig da? Muss ich das da reinlegen in den Baum? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir können das mal ausprobieren. Ach so, Moment. Ich habe aber keinen... Doch, Moment. Haferbrei mit Honig und Früchten habe ich noch. Ich würde sagen, dann gehe ich mal eben zu der mit den Krähen. Da müsste ich ja theoretisch die Vogelscheuchen finden. Aber habe ich die denn nicht alle kaputt gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich habe welche kaputt gemacht. Eine auf jeden Fall. 2 denke ich auch. Aber habe ich 3 kaputt gemacht? Also gut, hier stellen sie keine auf. Das ist klar. Die stellen die Wände in ihrem Beeten auf, nehme ich mal an. Ich versuche nochmal kurz, wenn ich eh schon mal hier bin, versuche ich nochmal kurz mit der zu sprechen. Tut mir leid, kein Interesse. Warum lebst du mit so vielen Krähen? Wie kann ich dir helfen? Haben dich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Dinge aus dem Weg räumen, jetzt wo die Erntezeit naht. Ja, sie werden von Tag zu Tag schwächer, Jungvögel. Bist du erfolgreich, werde ich dich reichlich belohnen. Ja, das ist ja toll, aber ich habe jetzt gedacht, ich könnte eventuell das markiert kriegen, aber anscheinend nicht. Wo sollen denn hier noch Vogelscheuchen sein? Ich nehme an, dass die, wie gesagt, in einem Dorf selber sind. Ach, da haben wir es wieder. Den Honig, der hier irgendwo in der Gegend rumfliegt. Ich laufe mal durch das Dorf und guck mal da, ob ich da jetzt noch ein paar Vogelscheuchen finde. Das war das kaputte Haus. Nee, dann bin ich doch hier rum richtig. Also. Hier ist die eine am Arbeiten, der ich eben den Weizen geklaut habe. Ausgeborgt habe natürlich nur. So, hier ist die mit dem Honig. Die könnten wir auch nochmal kurz ansprechen, aber ich glaube, die sagt nichts Neues. Ich glaube, das hat man schon mal probiert, ne? Ja, ja. Das hat man schon mal probiert. Dann... Hier ist soweit nichts mehr. Hier ist der Händler. Ja, da hinten werden wir sowohl keine Vogelscheuche aufbauen, hoffe ich mal. Weil normalerweise ist das ja, sag ich mal, irgendwo bei der Ernte. Ah! Wir hatten doch welche schon kaputt gemacht. Freigeschaltet Knoblauch. Sag mir bloß. Das war jetzt beim zweiten. Dann haben wir vielleicht vorher tatsächlich nur eine kaputt gemacht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich weiß auf jeden Fall, wir haben mal eine kaputt gemacht.
Die war da hinten bei der. Moment, dann gehen wir da erstmal hin wieder. Boah, was mir in dem Spiel wirklich fehlen, das sind Schnellreisepunkte. Also, so nach dem Motto, überall hin schnellreisen, die Sachen, die man gefunden hat. Oder zumindest die Sachen, die so weiter weg sind oder so. Also nicht nur zum Haushalt wieder zurückreisen. Was bist du denn? Knochenhaufen. Okay. Wie oft bin ich jetzt hier rumgelaufen? Ich habe den die ganze Zeit nicht gesehen. Bin ich ganz ehrlich. Hä? Gut. Ich meine, ja. Krähen. Krähen sind in der Richtung. Da hinten ist doch das Haus. Genau. Kann ich das hier endlich? Ach, guck mal. Ist das das Helle hier? Ja. Ich meine, ich will den Krähen nichts wegnehmen, ne? Aber wenn ich die Gelegenheit habe, hier nochmal irgendwo Weizen zu kriegen, dann nehme ich den natürlich mit, weil ich habe da nicht so viel von. So, Madame von und zu. Haben wir jetzt unsere Aufgabe erledigt? Es hieß ja, wir sollen drei machen. Mein Schwarm hat mir erzählt, was du getan hast. Du bist wirklich eine Freundin für unsere gefiederten Kameraden. Hier, nimm das als Dankeschön, Vogelmädchen. So, mein Kopf war schon wieder weiter. Oha, okay, ein Mantel des schwarzen Raben. Ja, Dankeschön. Dann müsste ich vielleicht nur noch das Geheimnis... Ich meine, also ja gut, Haferbrei, das können wir mal eben... Was anderes hatten wir jetzt nicht mehr, oder? Doch, der Haferbrei, das war das bei dem Baum. Aufgabe gelöst. Ja, das mit dem Bienenstock, ne? Müssen wir da vielleicht nochmal zu den Leuten hin? War das das hier? Das ist nämlich jetzt näher am Haus. Ich würde sagen, ich mache erstmal einmal Haferbrei. Ich höre schon mein Kätzchen. Ach, das war der Stuhl. Haferbrei war nur Mehl. Nee, nur Getreide. Ich sollte aber Haferbrei... Moment. Was sollte ich jetzt genau machen? Haferbrei mit Honig, meine ich doch. Dann... Ah, jetzt ist das schon drin, ne? Moment. Ach nee, Honig habe ich aber auch. Moment. Nochmal einen Honig und zweimal so. Haferbrei mit Honig. Da müssen wir jetzt halt abwarten, dann kommen da zwei raus. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Holz wieder reintun. So. Also, wir haben die Aufgabe noch nicht gelöst. Der geht weiter. Okay. Wir haben die Aufgabe noch nicht gelöst von dem Baum. Also vermute ich mal, dass wir das da reintun müssen, dass dann vielleicht irgendwas Neues passiert oder wir irgendwas bekommen. Ah, Moment. Oder heißt das Zeichen, dass man das nochmal machen kann? Aber ich habe da doch gar keinen Haferbrei mit Honig hingebracht, oder? Das war die Torheit des Jägers. Das habe ich gelöst. Dann war das auch nicht das, wo ich hin muss. Ja, es ist blöd, dass die Kleinen hier nicht... Die waren irgendwo hier, glaube ich. Dass die hier nicht drin markiert werden. Ach, jetzt hat das... direkt reingezogen. Ist die Frage, ob er es jetzt direkt auch dahin stellt, weil beim letzten Mal hatte ich es tatsächlich so, ich hatte mehrere Sachen gemacht, das, was ich dann auch rausgeschnitten hatte. Die hat die aber nicht dahin gesetzt. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Doch, Moment, der hatte die hingesetzt, weil das verschiedene waren. Ja, perfekt. Aber die gleichen hat er nämlich nicht hingesetzt. Das war total komisch. So, okay, dann gucken wir jetzt hier vorne noch mal eben bei den kleinen Wichten. Das war ungefähr, ja, ungefähr hier so, ne? So, mach Sitz aus.
Ah, da hinten sind sie am Hoppeln. Ja, doch, ich habe was gesehen. Moment. Da bin ich gerade noch da. Meine ich doch, da war nur noch Honig. So, was machen wir jetzt mit euch? Ich habe die Hochsitze zerstört. Ja. Ein treuer Freund bist du für uns. Die Lutki sind geehrt. Nimm dies als Zeichen unserer Gunst. Seine Gier ist jetzt verweht. Rustikaler Birkenstuhl, okay. Rustikaler Birkentisch. Ja, das finde ich sehr schön, aber eigentlich müsste ich ja diesen Honig... Ja, rülpst mich ruhig an. Eigentlich müsste ich ja diesen Honig... Kann ich euch eine Beere geben? Roter Apfel, okay. Ich hatte das zwar schon mal gemacht. Aber anscheinend kann man das mal öfter machen. Moment, da hinten ist auch noch einer, ne? Der hat aber keine Lust. Na gut, Beere geben. Zack. Und ein bisschen Honig hier noch holen. So, dann habe ich aber trotzdem das mit dem Bienenstock hier noch nicht gemacht. Interagieren. Kann ich nur das mitmachen? Naja gut, ich habe gesagt... Ich kann den auch nicht öffnen oder so. Ich habe halt gesagt, dass ich den hier lasse, ne? Das ist das Blöde. Daran erinnere ich mich auch noch. Moment, wo war jetzt dieser... Der war hier. Ja, doch, das war das Richtige. Das ist gelöst, 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 gelöst. Tja, das mit dem Bienenstock... Soll ich nochmal mit dir sprechen und sagen, dass die Luki den haben? Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Den kann ich nicht nochmal nehmen, ne? Weil es ist halt grau. Das heißt, für mich, die Sache hat sich erledigt. Da braucht man gar nicht nochmal zu sprechen. Aber es kann natürlich sein, dass wir eigentlich mit dem hätten sprechen, mit ihr nochmal sprechen müssen und das dann nochmal sagen müssen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich probiere es nochmal eben aus. Ich muss ja sowieso hier rum. Auf dem Weg. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Steckt da ein Luki im Stamm fest? Es steckt noch andere Luki fest und ich kann ihnen helfen. Guck mal. Kleiner Zwiebeltopf. Ja, wo? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Interagieren? Kann ich das nochmal? Ein Hackmesser. Okay. Also ich vermute mal, dass die... dann in anderen Holzstapeln feststecken. Entweder das oder auf der Rückseite. Nö. Ach, guck mal, da ist noch einer. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Habe ich denen jetzt schon geholfen? Kommt mal mit. Kommt mit. Die Frage ist, bleibt der hier, wenn ich jetzt zu schnell gehe? Wir gucken aber trotzdem mal, ob noch andere Holzstapel irgendwo hier sind, wo noch welche drinstecken. Verändert sich das dann immer? Weil die waren beim letzten Mal definitiv nicht da drin. Sie brauchen ein bisschen länger. Wo ist denn der zweite jetzt schon wieder hin? Hallo? Wo bist du? Tja. Gute Frage. Na komm. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt den Weg zurück zeigen soll. Das ist halt das Problem. Kannst du hier rüberspringen? Ja, ne?
So, Moment, dann schauen wir mal eben. Da ist der. Die braucht so lange. Hatte der nicht sogar gesagt, einige haben sich verirrt oder sowas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Im Westen bin ich jetzt hier noch richtig? Auf jeden Fall kommt er noch mit. Doch, wenn ich da weiter geradeaus laufe, müsste das richtig sein. Also quasi immer der Sonne entlang. Aber hier wird es gerade so hell. Das glaube ich doch nicht ganz so richtig. Hä? Moment. Richtung Osten. Das wäre dahin. Na gut. War das hier oben? Nee. Aber hier ist der Zweig. Der war auf jeden Fall in der Nähe. Hallo? Kommst du mal mit? Ich weiß halt nicht, ob ich dich da hinbringen soll. Oder kommen die einfach nur hinterher, weil ich denen eine Beere gegeben habe? Das kann natürlich auch sein. Dann ist damit das Experiment hier eigentlich überflüssig. Aber wir versuchen es trotzdem mal, die hier nach Hause zu führen. Ich weiß nur nicht, wo der Zweite jetzt schon wieder abgeblieben ist. Komm. Hallo. Kleiner. Ja, komm. Du schaffst das. Komm. Guck mal, und hier sind deine Eltern oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall deine Familie. Jetzt komm doch mal mit. Ich würde dir ja nur eine Beere geben, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht drücken. Komm. So, ich glaube, jetzt ist er fest, oder? Nee, jetzt kommt er mir wieder hinterher. Okay, ich glaube... ich glaube, das Experiment ist missglückt. Ich glaube, der folgt mir einfach, egal, wohin ich gehe. Na gut, schade. Hatte ich jetzt... Nee, ich wollte ja eigentlich mit der Frau nochmal reden, ne? Der folgt mir wirklich. Das ist jetzt mein neuer Begleiter, oder was? Aber der andere ist abgehauen. Der ist irgendwie... So, dann haben wir wieder Weizen. Dann probieren wir nochmal mit der zu sprechen. Du scheinst Hilfe zu brauchen, ja? Kiefernzweig haben wir. Warum sind... Nee. Das haben wir auf jeden Fall. Wurde vom Ort erzählt. Kompassrand. Das haben wir alles. Honig- und Wachsernte. Hm. Ja, also der können wir offenbar nichts anderes mehr sagen. Dann weiß ich auch nicht. Guck mal, neben dir ist jetzt ein ganz tolles Luki oder Lukti. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Dann werde ich noch eine Sache als letztes heute ausprobieren. Und zwar werde ich gucken, ob wir da zu dem Felsenspalter gehen können. Also ich weiß nicht. Nee, jetzt steht der Aufgabe gelöst. Hä? Okay, ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich den einen einfach nur noch finden müssen oder so. Auf jeden Fall müssen wir Richtung Nordosten gehen. Das ist so in die Richtung. Und da werden wir dann nochmal ganz kurz schauen, dass wir dem Honig opfern. Was war denn das? Haferbrei mit Honig? Ja, das mit dem Schmetterling. Ich meine, dass man bei diesen... Also ich sag jetzt mal Schmetterling dazu oder Motten oder wie auch immer. Ich meine, dass wir da irgendwas bekommen hatten. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, das war das mit der Opfergabe hier. Sich nur noch um Jahre handeln, bis wir beim Baum ankommen. Aber wie gesagt, ich bin schon froh, dass wir überhaupt
durch das Wasser durch können, abkürzen können und dass wir da nicht irgendwie untergehen oder sonst was. Platzieren Haferbrei mit Honig. Kuchengemälde. Kuchengemälde, das sieht aber cool aus. Okay, ja. Hä? Das war aber jetzt nicht dieser Baum? Nee. War ich denn dann schon mal hier? Ich kann mich an den gar nicht erinnern. Ich habe zuerst gedacht, das wäre dieser große Baum von dem Waldgeist, aber... Ja, theoretisch würde ich sagen, dann haben wir ja alle Aufgaben gelöst. Hauptaufgaben haben wir anscheinend auch keine mehr. Zumindest will sie da nicht mehr hin. Ah doch, jetzt geht es. Nicht, dass die mir hier wieder die Nebenaufgaben... Nee, das steht jetzt überall gelöst. Okay. Brauchen deine Hilfe. Ja. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zum Haus reisen. Und dann können wir theoretisch schon in die nächste Gegend reisen. Ich würde sagen, was haben wir denn hier? Achso, jetzt habe ich gar kein Holz mehr dabei. Ja, ich würde dann sagen, dass ich auf jeden Fall mal schaue, dass ich noch mal ein bisschen Holz besorge und vielleicht das Haus noch ein bisschen ausbauen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt online oder offline machen soll. Aber ich habe euch ja im Prinzip schon gezeigt, wie das so funktioniert mit dem Bildeditor hier. Ich denke mal, ich werde das offline dann noch ein bisschen machen vor der nächsten Folge. Und oder zumindest das Holz holen, ob ich es dann auch schon ausbaue oder ob ich dann in der nächsten Folge einfach erstmal rübergehe zum nächsten Bereich und vielleicht das Haus dann später ausbaue, da muss ich dann mal gucken. Oder vielleicht auch doch mit euch zusammen, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde das spontan entscheiden. Ich werde hier auf jeden Fall jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich dann das Haus wieder aktivieren und da werden wir uns dann in den nächsten Bereich aufmachen. Ich freue mich schon drauf und bin schon echt gespannt, was das wieder ja, für Prüfungen und Aufgaben gibt da. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!